Jetzt zeige ich euch noch ein Häuserprojekt, North Highlands im Nordosten der Insel Cebu. Und was wir sehen, sind die Townhäuser, die sind schon fertig. Die weiteren Gebäude kommen noch. Das sind halt auch so Reihenhäuser hier. Die sind teilweise eben schon bezogen, aber durch, ihr seht, die werden noch gebaut. Im Bauplan sind wir hier in dem gelben Bereich. Der ist, wie gesagt, schon fertig. Der grüne und blaue ist noch nicht fertig. Das heißt, hier ist noch genügend Platz, wie ihr sehen könnt. Ja, da drüben wird wahrscheinlich dann auch noch entwickelt. Und so sehen diese Units aus. Schauen wir mal rein. Grundstücksgröße, wie gesagt, knapp 48,5 Quadratmeter. Das inkludiert aber auch die Dirty Kitchen im Hintergrund, sodass eben der Sala wahrscheinlich so knapp, ja, 25, 30 Quadratmeter hat. Die Dirty Kitchen auch hier direkt an den Nachbarhäusern. Sollte man dann eben auch etwas abgrenzen. Das Gäste-WC sinnvollerweise außen gelagert. Dadurch hat man ein bisschen mehr Platz im Sala, aber es verschmutzt unter Umständen ein bisschen schneller. Und dann folgen wir Elsie mal nach oben. Die Treppe ist hier recht einfach gebaut. Das ist kostenmindernd. Funktional. Und den oberen Bereich muss man dann wahrscheinlich selber aufteilen, weil das ist ja hier nur der Rohbau. Das heißt, da werden dann einfach die Wände eingezogen und entsprechend kleine Zimmer gemacht. Hier haben sie jetzt keine Aircon eingebaut. Aber da wird dann eben einfach ein Loch in die Wand gemacht. Also oben haben die hier zwei Zimmer. Mehr reicht auch nicht wirklich von der Raumgröße. Und dann entsprechend oben noch ein zweites WC im Master's Bedroom. Und wie schon bei den anderen Videos angemerkt, es lohnt sich bei solchen preiswerten Units immer zwei nebeneinander liegende zu kaufen und die Trennwand zu entfernen, sodass man eben bei einer Grundstücksfläche eines Hauses von 48,5 Quadratmetern dann auf eine Grundstücksgröße von knapp 100 Quadratmetern kommt und dann kann man die zwei Etagen auch richtig ausnutzen. Es wird hier drei Häusertypen geben. Was wir uns angucken, sind die Townhäuser. Die haben eine Grundstücksgröße von 48 Quadratmetern und dann eben zweigeschossig. Was noch nicht fertig ist, sind die Reihenhäuser. Die sind allerdings wirklich klein, denn die sind auch nur eingeschossig. Und da hat man eine Wohnfläche von 26 Quadratmetern, ist also mehr so ein Einzimmer-Apartment. Die größeren Two-Story-Duplex-Gebäude, die sind dann eher schon europäische Ausmaße von der Wohnfläche und von dem Platz, den sie bieten. Der Link zu North Highlands und dem Bauträger, wie gesagt, in der Beschreibung zum Video. Ich habe leider keine Preise, was das hier kostet. Ich gehe aber mal davon aus, es ist vergleichbar mit den anderen. Und eben für euch ganz einfach, was es eben so an Bauvorhaben in der Region gibt.